Shalom, shalom. Ja, wir grüßen euch wieder herzlichst aus dem wunderschönen Uganda. Das ist der Garten von unserem Hotel, aber es ist überall schön. Ganz Uganda ist grün. Ich würde sagen, bestimmt 80% von Uganda ist grün, ist herrliche Landschaft. Ja, ich wurde gefragt, mein Zeugnis zu geben. Und lass mich jetzt versuchen, ich soll es kurz machen und das werde ich jetzt auch versuchen. Ja, ich wurde kurz vor dem, oder war schon der Weltkrieg, 1939 geboren, in eine Zeit, die voller Angst war, voller Unsicherheit. Und ich wurde außerdem geboren, weil ich wurde vor der Ehe empfangen. Und weil ich am Weg war, haben meine Eltern geheiratet. Das war nie eine, von meiner Mutter her nie eine Liebeshochzeit oder Liebesehe, von meinem Vater eher, aber er war so frustriert über ihren Widerstand, dass ich bald einmal den Eindruck hatte, wäre ich nicht auf der Welt, wären die zwei glücklicher. Und ich habe mich unwahrscheinlich schuldig gefühlt für meine Existenz. Es ist natürlich eine falsche Schuld, aber sie war da als Kind. Und ich habe auch dauernd, sobald ich schreiben konnte, habe ich meiner Mutter gedankt, dass sie an meinem Geburtstag, dass sie mich nicht abgetrieben hat und dass sie mir das Leben geschenkt hat. Also ich war als Kind einsam, ich habe mich nicht verstanden gefühlt, ich war total überfordert. Meine Mutter hat dann noch mit 7 Jahren, wie sie 7 Jahre war, ihre Mutter verloren durch einen tragischen Unfall. Und sie hat mich, bis ich 7 war, mit aller Liebe, die sie zur Verfügung hatte, hat sie mich großgezogen, bis 7. Und mit dem 7. Lebensjahr hat sie mich eines Tages wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und machte mich verantwortlich für ihre Geschwister, für meine Geschwister. Und wisst ihr, sie hatte keine, ihre Jugend, ihre Kindheit hörte auf, wenn sie war 7, als sie 7 war. Sie wurde mit 7 Jahren die Mutter von 3 Geschwistern. Die haben sie bis zum Lebensende, ihrem Lebensende Mama genannt. So, und dann kommen jetzt noch meine Geschwister dazu, für die ich Schläge bekam, wenn sie nicht brav waren. Ja, da habe ich mich natürlich angestrengt, dass sie brav sind. Aber irgendwo ist meine ganze Welt mir so überwältigend vorgekommen. Ich bin schuld für alles. Ich schaff's nicht. Ich bin einsam. Ich fühle mich nicht verstanden. Ich war extrem einsam, extrem. Und ich wusste, ich brauche Hilfe. Habe sie aber nirgends gesehen. Und dann im 7. Lebensjahr, ich war ja römisch-katholisch erzogen, war die Vorbereitung für die Erstkommunion. Ich werde Gott noch bitten, wer dieser Priester war im Himmel. Ich vertraue, dass er im Himmel ist, der hat Jesus gekannt. Er war schwer krank, er hat solche Beine gehabt, geschwollen, er konnte kaum gehen, aber er kannte Jesus. Und dieser Mann Gottes hat uns in der römisch-katholischen Kirche vorbereitet, dass jetzt Jesus in unser Leben kommen möchte und in uns leben und durch uns leben. Ich konnte es nicht erwarten, dass Jesus, der Jesus, den ich kennengelernt habe, schon als kleines Kind, meine Mutter hat mich zu beten gelehrt, dass der in mir leben will. Ich konnte den Tag nicht erwarten. Und ich wusste, es ist keine Zeremonie, das ist jetzt eine Entscheidung für mein ganzes Leben. Und ich habe Jesus aufgenommen mit solcher Freude, ich habe geweint aus Dankbarkeit, dass er in mir leben will und tut. Und wollte keine Verwandten sehen, wollte auch nichts essen. Ich war nur im Zimmer und wollte mit Jesus alleine sein. Ja, und da haben dann meine Eltern auch gesagt, unsere Tochter ist zu himmlisch orientiert, die wird wahrscheinlich auf der Erde nichts taugen. Gut, und dann von dort an habe ich so eine Sehnsucht gehabt, Gott nahe zu sein. Und so bin ich jeden Tag von der Schule bei einer katholischen Kirche vorbeigegangen, ganz vorne hin zum Altar, weil mir gesagt wurde, im Tabernakel ist Jesus, und habe laut mit ihm geredet. Und dann war noch ein Wunder,
Ich habe sofort Zugang zum himmlischen Vater bekommen. Ich habe zum Vater geredet und zu Jesus geredet. Vom Heiligen Geist wusste ich noch sehr wenig. Und ich habe auch Antworten bekommen. Und ich habe auch Wunder erlebt. Und aber trotzdem war ich als Mensch sehr noch einsam, schüchtern, ja, und voller Angst. Aber nachdem Jesus in mein Leben kam, wurde es immer besser. Meine Angst hat mich langsam verlassen, meine Schuld noch nicht, denn ich habe mich noch jahrelang jeden Geburtstag bei meiner Mutter mit einem Brieflein bedankt, dass sie mich nicht abgetrieben hat, sondern dass sie mir das Leben geschenkt hat. Und ja, aber ich wusste nicht damals, dass ich wiedergeboren wurde. Denn die Bibel sagt, allen, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, Johannes Evangelium 1,12, allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also ich wurde da ein Kind Gottes. Wisst ihr, wir sind alles Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus, der das Leben ist und uns das Leben Gottes schenkt, dann werden wir ein Kind Gottes. Ja, und dann habe ich eben mich sehr bemüht, brav zu sein, was mir natürlich oft nicht gelungen ist. Und ich habe geglaubt, jetzt, Jesus habe ich angenommen. Aber ob er mich annehmen kann, das ist jetzt eine andere Frage. Da muss ich mich noch sehr, sehr anstrengen. Und dann begann für mich ein anstrengendes Leben. Alles, was schwer war, war für mich ein Auftrag. Ihr Lieben, dann wurde ich noch mit 19 Jahren vergewaltigt von einem Freund der Familie. Da war für mich der größte Schlag meines Lebens. Ich wollte immer als Jungfrau heiraten und jetzt wusste ich, das kann ich einem Mann nicht mehr schenken und so werde ich auch nie heiraten. Aber Kinder wollte ich nicht verzichten. Und so sah ich als einzige Option, Kinderdorfmutter zu werden. Habe mich beworben. Vorher war ich noch Lehrerin. Aber ihr Lieben, wer meine Lebensgeschichte lesen will, das ist meine Lebensgeschichte. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Du kannst es beim SCM Verlag bekommen und kannst es aber auch in jeder Buchhandlung, glaube ich, in jeder christlichen Buchhandlung kaufen. Da siehst du nämlich, wie Gott Nobody ist, also jemanden, der von sich gar nichts hält, verwendet, um jemanden daraus zu machen für jeden. Und das ist ja auch dabei, bei dir zu machen. Wir brauchen Transformation in unserem Leben. Und ich bin immer noch mittendrin. Aber wisst ihr, erlöst wurde ich mit 7 Jahren. Und dann kam mein Weg, um mich mit guten Werken, und das war dann der religiöse Anteil von der römisch-katholischen Kirche. Ich habe geglaubt, jetzt muss ich festarbeiten. Jede Not ist meine Verpflichtung, und damit ich vor Gott gerecht werde. Gut, ich wurde Kinderdorfmutter. Sie wollten mich zuerst nicht nehmen, weil sie gesagt haben, ich bin zu studiert, um nur Windeln zu wechseln, zu putzen, zu kochen. Aber ich war entschieden. Ich möchte diesen Kindern helfen. Vielleicht war es auch das einsame Kind in mir, das ich jahrelang erlebt habe, das ich retten wollte. Aber das weiß der liebe Gott. Die haben mich dann letztendlich genommen, ich wurde Kinderdorfmutter und ich wollte die Beste werden, was mir auch gelungen ist. Und dann kam der Punkt, den ich eigentlich nie erwartet habe. Ich kam an meine absoluten Grenzen. Ich war total erschöpft. Heute würde man es nennen, ich hatte einen Burnout, war aber nie beim Arzt. Sondern ich bin einfach an meinen Nullpunkt gekommen. Und das ist sehr wichtig. Bitte, ich habe auch, da muss ich noch was sagen, schon vorher mit 5, 6 Jahren habe ich schon die Gedanken gehabt, wozu bin ich auf dieser Welt? Das kann doch nicht alles sein, dass ich eine unglückliche Ehe stifte. Und später habe ich gedacht, das kann auch nicht alles sein, dass ich jetzt noch für meine Geschwister verantwortlich bin. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, bitte lass mich nie sterben, bevor ich erkenne, was dein Traum für mein Leben ist. Und es hat plötzlich einen Hoffnungsschimmer in mein Leben gebracht. Ja,
Und dann kam diese Nacht, in der Jesus in meinem Raum war und gesagt hat, Maria, lege jedes dieser Kinder auf den Altar Gottes. Gib jedes Kind so zurück, wie du es aufgenommen hast, so wie Abraham den Isaak geopfert hat. Ihr Lieben, es war die schwerste Nacht, eine der schwersten Nächte meines Lebens. Ich habe jedes Kind Gott wieder zurückgegeben mit ganz viel Tränen und Herzensschmerz. Als ich fertig war mit dem letzten Kind, ich war total erschöpft, sah ich Jesus in meinem Traum am Kreuz hängen, groß, lebendig. Und ich stehe davor mit einem Schurz, damals haben wir noch Schürze getragen, voll mit meiner Sünde, die ich bis dorthin nicht erkannt habe. Denn ich habe jahrelang geglaubt, für die bösen Menschen musste Jesus sterben, für die Bösen da draußen. Aber für mich hätte man können eine andere Lösung finden. Ich wollte Jesus nie wehtun. Und in der Nacht habe ich erkannt, dass meine Sünde von Selbstgerechtigkeit, meine Sünde von Stolz, meine Sünde von falscher Angst vor Gott. Ich hatte wirklich Angst, nicht Gottes Furcht, sondern Angst vor Gott, dass das Sünde ist. Und dann hat er gesagt, Maria, öffne diesen Schurz. Ich habe gesagt, Herr, das tut dir jetzt weh, wenn ich den öffne. Ich will dir nicht wehtun. Dann sagt Maria, das ist deine einzige Chance. Gib mir alles, was in diesem Schurz ist. Dann habe ich diesen Schurz zögernd aufgemacht und wie ein Magnet ist meine ganze Sünde, meine ganze Schuld auf Jesus gekommen. Aber nicht nur meine Sünden, sondern meine Sünde. Ich, die alte Maria, wurde mit Jesus gekreuzigt. Und war total überrascht. Ich fühlte mich so leicht plötzlich. Und dann habe ich mich angeschaut und stand mit einem schneeweißen Kleid vor dem Kreuz. Ohne Flecken, ohne Runzeln. Und ich wusste in dem Augenblick, dass ewiges Leben ein Geschenk ist, das sich keiner verdienen kann. Im Gegenteil, je mehr er versucht, es zu verdienen, umso weiter kommt er weg davon. Denn nur durch Glauben, Vertrauen und eben ihn aufnehmen. Er war in mir, aber ich war noch total religiös gebunden. Und da ging es noch weiter. Denn wisst ihr, wir sind alle, das Fleisch ist sehr religiös. Und vor allem wird das Fleisch religiös, bevor es stirbt. Religiös sein heißt, man tut alles Mögliche, um etwas zu bekommen. Das ist die Hure. Ich bin entsetzt, wie viele Menschen jetzt offenbaren, dass sie eigentlich im Herzen eine Hure sind, nicht eine Braut. Eine Braut tut alles, weil sie ihren Bräutigam liebt und weil er die erste Liebe ist und weil sie nichts anderes möchte, außer ihn glücklich zu sehen. So, in dieser Nacht hat etwas begonnen, was sich jetzt immer nur mehr vertieft hat. Ich bin eine geliebte Tochter des Himmels, des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Aber dieses Bewusstsein, wer ich bin in Jesus, wird von Woche zu Woche noch vertieft und mehr gereinigt. Und das möchte ich gerne in einem neuen Video euch geben. Aber ihr Lieben, mit diesem Erlebnis ist jetzt aller Druck weg von meinem Leben, mich für Gott gerecht zu machen. Er macht mich gerecht. Wisst ihr, wir in Religionen glauben wir suchen Gott. Nein, Gott sucht uns. In den Religionen glauben wir tun was für Gott. Nein, Gott hat alles für uns getan. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Es ist vollbracht, ist nicht nur das Todesurteil für meine sündhafte Vergangenheit, sondern auch das Todesurteil für Satan. Denn Jesus hat für die ganze Welt, für alle Sünden, den Preis bezahlt. Und wisst ihr, da können wir schon im Paradies nachschauen. Sünde kann man durch nichts bedecken, außer durch Blut. Und drum konnte Gott die Feigenblätter, die
die Adam und Eva sich gemacht haben, nachdem sie gesündigt haben, sich gefürchtet haben und sich versteckt haben und nackt waren, die haben sich Feigenblätter gemacht. Konnte Gott nicht akzeptieren. Er hat das erste Lamm geschlachtet. Zwei Lämmer, eins für den Adam, eins für die Eva. Und das ist schon der Hinweis, dass wir nur gereinigt werden, geheiligt werden durch das Blut Jesu Christi. Und ihr Lieben, das Blut Jesu Christi ist so ein Schatz. Und ich danke dem Herrn Jesus, dass er für mich den Preis bezahlt hat, damit ich in Liebe, in Freude, in Kraft mit Bestimmung leben kann. Und so waren das zwei wichtige Einschnitte in meinem Leben. Es kommen noch ganz viele. Denn bis dorthin habe ich erst den Vater kennengelernt und den Herrn Jesus Christus. Und habe aber schon geträumt, dass Gott einen Traum hat für mein Leben auf dieser Welt, den ich noch nicht kenne und den ich wissen wollte. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein liebevoller Vater eben mit meiner Kindheit, die sehr traurig war, sehr einsam, sehr verlassen, dass er mit dem zufrieden sein kann oder dass das das ganze Paket für mein Leben ist. Und jetzt werde ich euch bei einem nächsten Video erzählen, wie ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Liebe zu Liebe, von vom Himmel auf Erden zu Himmel auf Erden von Herrn geführt werde. Aber die Frage ist, bist du schon erlöst? Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Weißt du, dass Jesus alles schon bezahlt hat? Du musst nur im Glauben Jesus aufnehmen und dich mit ihm eins machen. Ihn aufnehmen, an ihn glauben, ihn aufnehmen und dich mit ihm eins machen. Und dann lass dich taufen, und zwar Erwachsenen taufen, denn die Taufe steht für dieses Mitsterben mit Jesus Christus und mit der Mitauferstehung mit Jesus Christus. Und dann streckt sich aus nach dem Heiligen Geist. Und darüber werde ich jetzt im nächsten Video sprechen. Denn, wisst ihr, Erlösung ist eine fortwährende Entwicklung. Darum finde ich die Ehe so schön. Wisst ihr, manche Leute glauben, die Ehe mit der Hochzeit ist alles vorbei. Da fängt die Ehe erst an. Und die Ehe kann von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag besser werden, tiefer werden, man lernt sich besser kennen. Man wird mehr und mehr eins. Und nur in dieser Einheit mit Jesus wird man auch mehr eins miteinander. Und mit dem, über das möchte ich jetzt sprechen im nächsten Video. Der Herr segne dich, ermutige dich, stärke dich. Gott hat das Beste für dich. Aber du musst es im Glauben ergreifen und wirklich dich mit ihm eins machen. Shalom, shalom.